Ja, ihr könnt sehen, wie wohl auch Haswolf direkt an der Reling steht und misstrauisch rüberlugt. Ihr könnt dann sehen, wie dort auf der anderen Seite der Reling ein Krakonier steht mit einer Augenklappe, weißliche Kampfnarben über seinen gesamten Körper. Und neben ihm steht ein versklavter Risso. Er knurrt irgendetwas auf seiner krakonischen Sprache und der Risso übersetzt dann: Der große Krak und die Heirater von Jal zu Gott wollen handeln. Gib Brief. Sagt er das auf Gereti oder auf Ressort? Der Risso übersetzt es ins Gareti. Okay. Womit wollt ihr handeln? Gib Brief. Und was bekommen wir dafür? Er zuckt mit den Schultern. Gib Brief. Ich rufe auf Ressort hinunter. Was leistet ihr dem Gegenzug? Der Risso lächelt so ein bisschen gequält und dann bekommt er einen Schlag mit der Kette von dem Highrider. Der knurrt dich da an. Ah, Mirpoit sprechen Ressort. Gut, wir haben Brief. Wir sollen euch Brief bringen. Dann gib Brief, rufe ich auf Ressort runter. Der schaut jetzt echt ein bisschen überrascht, dass die Mürbräute Rissual sprechen. Ich übrigens auch. Er wedelt mit einer umschlagenen Tasche. Eine Effazigille darauf. Nun, wenn sonst niemand. Ich watschel dann die Planke herunter auf meinen Stab gestützt. Himmels Wille, wie ich alle Angst habe vor ein klein wenig Glatthaut. Ja, ich schnappe mir die Tasche aus der Hand. Danke. Wir sollen euch Grüße überbringen von Bay von Bandur. Wir entsenden ehrerbietigste Grüße zurück und freuen uns darauf, seine Bekanntschaft zu machen. Ja, ohne eine weitere Grußformel geht er ab, schlägt noch einmal seinen Rissual-Übersetzer, den er jetzt wohl in Kontakt mit euch nicht mehr braucht, und knurrt noch irgendwas von Scholairak. Wenn Tilo braucht einen Moment, um aus der Verneigung, die er in diesen Abschied reingelegt hat, wieder raufzukommen, und kraxelt dann die Planke wieder hoch, wieder zeternd währenddessen. Mit Was wollt besten Grüßen, nehmt. Geschön. Nicht du. Aber mir. Es geht um Folgendes. Wir haben offensichtlich einen Brief erhalten. Ich habe es verstanden. Ich würde mal die Tasche entgegennehmen und die aufmachen. Aber wir kennen auch Restaurant? Nein, ich kann keine Ressort, aber so, okay. Ich habe. Ich Der erste Teil war noch übersetzt. Und du bist buchstäblich gerade Du hast eine Tasche so gemacht und ja, die soll ich wahrscheinlich öffnen. Damit du weißt ja nicht, dass ein Brief drin ist. Ich öffne sie einfach. Ja. Was für dich denn in der Tasche? Dann in Druckbuchstaben geschrieben, als wäre das gedruckt worden und wohl an mehrere Quellen rangekommen, steht ein Brief in dicken Lettern. Warnung an alle Küstenstädte des Perlenmeers. Anfänglich Boron dieses Jahres hat sich im Meer ein für alle Bewohner der östlichen Küste tragisches und erschreckendes Ereignis zugetragen, welches ganz Nersand niederriss. Die wenigen Überlebenden berichteten Sichtungen der Dämonenarche Plagenbringer, welche hinab in Effards heiligen Strudel brach. Kurz darauf ergab sich etwas, was für einige der Vorreiter für den danach kommenden Schrecken war. Der Näher stoppte für einen Augenblick, nur um dann mit vielfacher Geschwindigkeit seine Richtung zu wechseln und riesige Wassermassen über die Stadt zu speien. Zeitgleich dazu sprechen Berichte von einem Beben, welches bereits einige der Gebäude der Stadt zum Einsturz brachte und welches auftrat, um mit einem Phänomen, das gleichzeitig in den Gedanken der Bevölkerung anklang. Ein Name, welches solche Macht besessen haben muss, dass die wenigen Überlebenden weigern, ihn auszusprechen. Weitere Informationen konnte uns Borniew Bornski mitteilen. Er behauptet, Augenzeuge der Ereignisse am Grunde des Nährs gewesen zu sein, aber schien das Geschehene schwer in Worte fassen zu können. Dies war, was er mitteilte. Was die Götter einst einsperrten, ist jetzt wieder frei. Das Heiligtum gefallen, der Wächter tot und das Siegel gebrochen. Mögen die Götter uns allen beistehen. Ende ersten Briefes. Das klingt nicht gut.
beeilen uns nun allmählich die Nachrichten von den Auswirkungen. Wie es scheint, läuft uns noch mehr die Zeit davon, als wir schon dachten. Umso wichtiger ist es, die Verbündeten zu sammeln, die wir habhaft werden können und uns hinterher ums Gesamtbild zu bekümmern. Oh, hier ist noch einer. Und der ist sogar direkt an dich adressiert, Boltax. Mich? Ja, an dich und Yalan. Oh, das ist traurig. Yalan ist ja nicht mehr da. Ich denke, dann ist es wohl am besten, wenn ich ihn lese, nicht wahr? Boltax überfliegt den Brief erst einmal, schaut sich dann an. Nun gut, ich glaube, den Inhalt kann ich mit euch teilen. Es ist nichts Privates. Brief von Yalan und Boltax, größte bornhändlischen Helden aller unserer Zeit an. Rizboy, mein Name ist Borniew und ich bin einer der letzten Überlebenden des Untergangs von Nersund. Ihr kennt mich nicht, aber ich weiß um die Geschichten, welche man über euch erzählt. Es war Palligan, der Bahamut befreit hat. Er hat das Heiligtum unter dem Ner zerstört und das Siegel, welches Effert selbst dort angebracht haben muss, gebrochen. Ich konnte nichts weiter tun, als ihm dabei zuzuschauen, wie er den Wächter niederrang und mit seinen Horden von Dämoni das Meer flutete. Da ich weiß, dass ihr unsere geliebte Heimat immer am Herzen tragen werdet, müsst ihr kommen und ihn aufhalten. Denn wenn wir Bornländer eines tun, dann in schweren Zeiten zusammenhalten. Ich hoffe, dass wir uns bald bei der Bekämpfung der Dämoni begegnen werden. Privet, Domonoch, Borniew Bornski, Enobade. Ich wusste gar nicht, dass ich der größte bornländische Held unserer Zeit bin. Ich vermute, das bezieht sich auf Yalan. Hier steht Brief an Yalan und Boltax. Kommt ihr aus dem Bornland? Nein, aber also, Yalan auch aber nicht. Aber Yalan auch nicht. Stimmt, ihr sagt immer ja, woher kommt. Ach, egal. Seht ihr? Deine Strachenstein, du Pisser! Stimmen aus dem Jenseits. Nun, nach wie vor ist es ganz nett. Offensichtlich bin ich wohl sehr beliebt im Bornland. Ich kann auch verstehen, warum. Ich bin ja sehr sympathisch. Aber dass das Heiligtum unter dem Nähr zerstört worden ist und ein Siegel von Effert gebrochen wurde, ist doch sehr, sehr beunruhigend. Nun, wir wussten, dass der Landverschlinger sich erhoben hat. Wir haben es bisher zwar nur in Visionen gesehen und... Nun ja, die Auswirkungen, da sich der Sturm um Maroskan verstärkt hat, aber... Nun ja, jetzt erreichen uns die Berichte von Sterblichen. Könnte dem größten bornländischen Helden unserer Zeit jemand sagen, was der Nähr eigentlich genau ist? Ein Fluss, wenn ich mich nicht irre. Ah. Wissen. Können wir das so würfeln oder keine Ahnung? Geografie. Dieser Mann in dem sogenannten Tempel der tiefen Tochter behauptete, dass seine Herrin den Landverschlinger dort unten eingekerkert hätte. Nicht, dass wir das glauben sollten, aber kam mir gerade in den Sinn. Aber wieso war dieser Broniewski am Grunde des Nähers unterwegs? Ob er wohl auch sich heimlich aus der Stadt schleichen wollte und so eine Wasserblase gemacht hat wie ich? Weil hier ist auch ein Geode. Vermutlich nicht. Vielleicht hat er einen Auftrag der Effertkirche. Meint er, der Zugang zum Heiligtum sei verboten? Was ich gelesen habe, dass dieser Strudel, dieser Näher, ein Heiligtum von Effert gewesen sein soll. Moment, ist der Nähr jetzt ein Fluss oder ein Strudel? Es ist beides. Der Nähr ist ein Fluss, der zu diesem Strudel hinführt. Wart ihr schon einmal dort, Abelmir? Nun, nicht direkt, aber nun, meine erste Reise mit dieser Arche ging dort hinunter. Ein Ereignis, das ich lieber vergessen möchte.
Aber hinunter in den Strudel. In den Strudel, ja. Dort tat die Arche etwas. Ich möchte nicht sprechen. Es. Eine Macht war dort unten. Ich vermute, es war dieser Bahamut, dieser Landverschlinger. Ja. Vermutlich. Damals wohl noch gefesselt, aber vielleicht. Wisst ihr, ob die Arche von dort unten irgendwie Energie bezogen hat? Oder hat sie vielleicht. Ich glaube, es war ihr Geschlecht. Ich vermute ja dies, weil Bahamut nennt man auch den Vater aller Seeungeheuer. Und ich vermute, sie wollten die Ketten schwächen, die ihn auf ihre Banden binden. Nun, ich habe ihn geglückt, so wie es aussieht. Ich habe einen Einkauf getätigt, der uns in dieser Sache vielleicht weiterbringen könnte. Sulamin zeigt das Buch. Ich habe es vor einer Weile mal erwähnt. Ich habe Teile davon gelesen. Es ist. Nun ja, viele halten es für ein Märchenbuch, aber gerade die alten Ausgaben enthalten einige Informationen zu den Wesen der Tiefe. Zu Ungeheuern. Manche davon Dämonen, andere Wesen wie Seeschlangen und. Ich hatte die Hoffnung, auch etwas zum Landverschlinger daran zu finden. Und sei es nur, nun ja, in schöne Lügen verpackt. Nun, manche Märchen erhalten ein Körnchen Wahrheit. Vielleicht finden wir etwas darunter, aber ich weiß es nicht. Wir wollen hoffen. Ich denke, es ist zumindest gut, das Buch zu haben. Und was diesen Borniew Pornsky angeht, er klingt wie ein Verbündeter. Ein Verbündeter am anderen Ende der Welt zwar, aber nichtsdestotrotz, so wie sich dieser Brief liest. Ja. Mir fällt vielleicht ein, warum die Bornländer glauben, dass Jarlan und ich so große Helden waren. Ich habe euch doch von meiner Zeit in Belhanka erzählt, oder? Ihr wisst schon, dass Belhanka nicht im Bornland liegt? Ja, das weiß ich. Aber dort bin ich auf einen anderen Magier getroffen, der aus dem Bornland kam, aus Meersand. Naja, und dem habe ich vielleicht ein paar Geschichten erzählt und ein paar von unseren Sammelkarten gegeben. Ich habe eine von Jarlan und eine von mir gehabt und die habe ich. Ihr habt geprahlt. Ja. Er hat auch sehr viel geprahlt. Da fand ich das nur richtig. Er konnte sehr gut singen. Nun, wenn es eure Prahlereien bis auf die andere Seite des Kontinents geschafft haben, dann habt ihr meinen vollsten Respekt, Boltax. Dankeschön. nun, aber wie dem auch sei, dieser Bornsky klingt tatsächlich nach jemandem, den wir aufsuchen sollten, wenn wir einmal in den Norden kommen, nicht wahr? Das Bornland liegt im Norden, oder? Ja. Weit im Norden sogar, glaube ich. Wollten wir diesen Kurs nicht nach Konchom sowieso anstreben, um das Horn an uns zu bringen? Wir müssen nach Valusa. Es ist an der Grenze zum Bornland, ja? Valusa, Selam? Sonst ist nicht mehr so viel im Süden, worüber wir sprachen. Ist Valusa jetzt im Norden oder im Süden? Ich bin ganz verwirrt. Im Norden. Ich verwechsel es immer mit Talusa. Talusa ist weiter im Süden, nicht wahr? In der Tat. Nun, was tun wir jetzt konkret hier? Warten wir auf die Nachricht von Sharina? Nun, das können wir machen, aber... Auf der einen Seite könnte es sich lohnen, ohne viel Aufsehen zu erregen, einen oder zwei dieser Agenten auszuhebeln und auszuquetschen. Andererseits birgt das natürlich das übergroße Risiko, die Neutralität zu verletzen. Aber nicht, wenn wir besagten Agenten einfach freundlich einladen.
zum Beispiel, weil wir einige exzellente Zeliten erwerben müssen. Ich mag, wie ihr denkt. Wir verletzen damit aber die Neutralität. Nun, die Neutralität gilt auf der Arche, nicht auf unserem Schiff, oder? Wir sind auf der Arche. Ich dachte, wir sind auf dem Schiff. Nein, wir sind auf dem Schiff, aber die Schiff befindet sich an der Arche dran, also sind wir auf der Arche. Ich würde es als Grauzone bezeichnen, aber wenn ihr wollt, versuche ich, Klarheit zu schaffen, was das angeht. Außerdem, die Neutralität ist nur verletzt, wenn jemand merkt, dass die Neutralität verletzt ist. Wir wollen Informationen von diesen... Nun ja, was tun sie eigentlich hier? Spionieren sie Arachnor aus, oder... Vermutlich auch das. Oder es werben sie an, oder... Es besteht ebenso zu vermuten, dass sie hier sind, um Widerstand von innen zu koordinieren, sobald der Angriff stattfindet. Oder um Vorbereitungen zu treffen. Ihr wisst schon, auf entstehende Türen, sabotierte Verteidigungsanlagen, etc., etc., etc. Ein Hebel, der klemmt. Aber das klingt doch einmal mehr, als hätten wir gemeinsame Interessen mit dem Herrn dieser Arche. Es kann doch nicht in seinem Sinne sein. Vielleicht wäre er bereit, ein Auge zuzudrücken, wenn wir uns um diese Agenten kümmern. Das sollten wir vielleicht mit ihm besprechen. Richtig. Bevor wir Handlungen unternehmen, die, ja, tragisch enden könnten. Nun, aber Serpentilio hat nicht ganz Unrecht. Eine Einladung für diese Kreatur auszusprechen wäre doch... durchaus nichts, was in irgendeiner Art und Weise Neutralität verletzen würde. Durchaus nicht. Es hängt stark davon ab, was ihr dann mit ihm vorhabt. Nun, im allerschlimmsten Fall, wenn Shoyrina uns bis dahin eine sehr klare Absage erteilt hat, schicken wir sie eben weg. Oh, und Diamantis, ihr seht so aus, als wolltet ihr auch etwas dazu sagen. Nein, ich wollte... Solamin hat mir aus seinen Gedanken gesprochen. Ich denke ebenfalls, dass er wenig dagegen haben wird, wenn wir uns der Spione auf diesem Konstrukt beseitigen. Und davon wird es sicher zuhauf geben. Nun gut, gehen wir davon aus, dass wir diese Einladung aussprechen. Gehen wir davon aus, dass er in menschlichen Bewohnern nicht besonders wohlgesonnen ist. Wer soll ihm die Einladung überbringen? Oh. Kein Mensch. Ich glaube, wir hatten es soeben mit einer Art fischigen Botenreiter zu tun. Vielleicht kann man hier ganz normal einen von ihnen anwerben? Vielleicht kann der Tempel, in dem wir waren, uns vermitteln. Das wäre eine Möglichkeit. Er sagte allerdings, wir müssten tauchen. Das klang nicht so, als wäre diese... Ich dachte, dass der Tempel die Nachricht vermitteln kann. Ja, ja, natürlich. Ich dachte nur schon einen Schritt weiter, ob diese Person tatsächlich bereit wäre, zu uns auf unser Schiff zu kommen. Ich glaube, es ist keine gute Idee, in Unwasser zu tauchen. Es ist auf jeden Fall keine gute Idee, uns in feindliches Gebiet zu begeben. Ich setze eine Nachricht auf. Gutes. Zeig doch mal dieses Buch hier. Bitte sehr. Wohl mal drin rumblättern und durchsuchen und. Oder mich gerade auch interessiert. Scheint eine ältere Ausgabe zu sein. Ja, das war mir wichtig. Nicht diese dummen Tungbert-Ausgaben, die durch zu viele Übersetzungen irgendwann im Gariti versandet sind und alle wichtigen Informationen eingebüßt haben. Ich muss definitiv morgen noch einmal einen Stopp auf diesem Markt machen. Wieso? Nun, ihr hättet die Fülle an Büchern sehen sollen, die sie dort haben. Teilweise sehr exotisch anmutende Exemplare. Habt ihr denn genug Geld, um sie zu bezahlen? Nein, aber ich bin mir sicher, es findet sich etwas, das euer Interesse wecken dürfte. So. Nun. Wir werden sehen. Ich werde euch gern begleiten dabei. Aber sicher doch. Ihr müsst den Basarmeister kennenlernen. Ein sehr zuvorkommender Mann. Er wird natürlich auch teurer als die Nacht. Und hässlicher, was das angeht. Da war auch so ein Stand mit lauter Schriftrollen. Es kann nicht viel Text darauf passen, aber es sah auch sehr interessant aus. Es waren auf merkwürdigen Algenpapieren geschrieben teilweise. Naja, vielleicht gucke ich mir das auch mal an.
Und vergesst nicht den einen, der diese prächtigen Steinschnitzereien hatte. Oh, Steinschnitzereien. Das klingt in der Tat sehr interessant. Ich möchte meinen, es hätte trollisch sein können, aber ich bin nicht sicher. Aber die Trolle haben keine Schnitzereien, sondern eine Raumbildschrift. Nun, ich kann mich sehr gut irren. Ich kenne mich mit solchen unzivilisierten Dingen nicht aus. Seid ihr sicher, dass es Steine waren und keine Korallen? Kapitän, ich habe sie nur aus der Ferne gesehen. Was erwartet ihr von mir? Dass ich euch eine Tour gebe, einen Rundgang? Nun, das klingt auf jeden Fall so, als sollten wir morgen auf den Markt gehen gemeinsam. Vielleicht finden wir ja das ein oder andere Interessante. Hervorragend.